Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle. 19 gerade eben in Thüringen, Version 3.1.01. Ja, mal ganz kurz mal den EME verkaufen. Ich hatte noch gestern einen LKW weggefahren und leider keine Aufnahme gedrückt. Äußerst ungünstig, aber es hat passiert. Jo, verkaufen mal ganz kurz. Das war die Milch, die noch im LKW drin war, also ein Tankwagen. Und die haben wir jetzt verkauft. Gut. Ja, jetzt geht's zurück zum Hof. Und dann mal schauen, ob ich den LKW noch eine Lagerpaletten bekomme. Und zwar für den Schlachthof. Auf geht's. Irgendwie mit den anderen Stellen, ja, so. Vollgas. Ja, heute bei mir Samstag. Außergewöhnliche Zeit. Aber macht ja nichts. Ist ja erst für morgen wichtig. Ich habe heute die Titelfolge noch vergessen gehabt. Aber muss ich noch nachholen. Für die heutige Folge von Keller Cops. Aber gut. Fällt mir gerade so ein. Müsste ich gleich mal machen. Ja, Gas geben. Wie gesagt. Ja, die Ernte geht morgen wahrscheinlich los. Wahrscheinlich morgen, wenn es trocken ist, wie jetzt, und es ist reif wird. Also das könnte morgen passieren. Wenn das noch nicht klappt, muss ich morgen die Mastbullen, ja, sind bloß 3 oder 4. Ob die nächsten schon so weit sind, mal schauen. Erste Rindfleisch produzieren. Richtiges Rindfleisch von den eigenen Kälbern, eigene Zucht. Ja, ich schaue mit Maus und lenke mit einer Hand. Ne? Eye-Tracking, das funktioniert nicht so richtig. Also letzte Male war es immer nicht so gut funktioniert. Die Blickrichtung war meist nach unten gewesen und das ist dann schlecht. Und irgendwo habe ich einen Stecker gezogen und dann, na gut, dann halt nicht, ne? Ja, die Zeit wird knapp. Ich muss zum Sägewerk und die machen ja einfach zu, ne? Kommt man nicht mehr rauf. Tor zu. Eigenes Sägewerk. Gibt's doch gar nicht, ne? Normalerweise. Müsste ich den Anhänger nehmen, Autoload, der da vorne steht. Sieht mit Deichsel aus, aber das macht nichts. Die Deichsel kurz abkoppeln, müsste eigentlich mit dem LKW auch gehen, weil der auch einen Zugmaul hat, nicht? Gut, aber denk. Rutschen wir durch. Ja, gut. Ich stelle gerade so fest. Gut. Haben wir eine Mittelspiegel? Nö. Scheibe? Naja, gut. Die Scheibe lügt nicht viel, ne? Boah. Nee, die fliegende Drohne. So. So. Gleich 15 Uhr. Keine Zeit. Aus dem Sägewerk. Ein paar Paletten haben wir da schon fertig und dann können wir auch produzieren.
Der LKW ein bisschen groß ist dafür. Hier ist noch ein Gewicht, sehe ich gerade so. Passt. Lässt sich mal bei Gelegenheit nutzen. So ein Traktor, ne? Und sicherlich ein oder zwei, die keins haben. So ein bisschen. Oh, da, Bremse. Hauptsache heute nicht Freitag spielen, ne? Freitag arbeite ich auch nicht so lange, glaube ich, ne? So. Da werden wir gleich mal einfahren. Ja, die Balken sind alle voll. Da sind die Paletten. Komm, habt ihr nicht so. So. F1 zur Hilfe und Y-Umfeld auf. Paletten, ne? Paletten und Arbeitsmodus. Oh oh. Gut, dann nimmt die nicht. Das ist schlecht. Ja. So, Paletten haben wir noch. Waterballen, AD-Ballen, Rundballen. Große und Missionspaletten. Auch nicht. Holzpaletten. Gut, nicht gut. Geht nicht. Dann müsste ich den blauen nehmen. Anhänger. Das heißt, schnell zum Hof fahren. Ich gehe rund auf 1. Möchte ich dann noch schaffen. Zumindest müssen zur anderen 5 Wagen funktionieren. Ob das nur so ist, noch nicht geht. Die letzten Maßnahmen funktioniert. Natürlich schlecht für mich. Sehe. So, kein Baum nehmen, kein Laternenfall. Gas geben. Ja, heute ist Donnerstag. Das Wochenende kommt nah. Ja, für mich auch. Ich werde es auch brauchen. Ab der Woche viel Arbeit. Und die Woche darauf wird es natürlich auch viel Arbeit geben. Da kann ich bestimmt einige Tage gut arbeiten. So, jetzt stellen wir hier vorne ab. Und auf zum Hof und da den blauen Autoload-Anhänger holen mit Easyload. Ja, wenn die nicht funktionieren, dann weiß ich auch nicht. Dann müsste ich mal umschauen, ob ich ein anderes Paket bekomme. So. Dann fahren wir gleich mal unten lang und hoch zur BGH. Und in der Blaute in der Garage. Beziehungsweise Unterstand hier. Ah, ich habe schon gesehen, wieder. Ballen wieder alle? Ja. Wir haben mit 5 Kopf nicht hinterher. Ich habe noch ein Gewicht. So, Rundballen an. Habe ich auch nicht angeschaut. Gut. Auf zum Sägewerk. Ja, die Sonnenluft denn gut. Regen hatten sie auch genug. Nur sehen, dass wir jetzt danach für unser Rocken her. Ich vertrocken sich schon für Weizen und Gerste.
zur Ernte kommen, ne? Tja, also weiß ich auch nicht, warum die Paletten nicht funktioniert haben. Das weiß ich auch nicht. Gab es ein Update? Keine Ahnung. Die Zeit rast. Ich meine, die Zeit oben bei mir im Spiel. Weil die nämlich bald zumachen. Und dann kommt es nicht mehr rein. Und das wäre schlecht. Ich glaube, die Kühe schaffe ich heute nicht mehr hinzufahren, also die Rinder. Die guten Mastbullen. Die schwarz-weißen. Eigene Sucht, sei nur, ne? Schon so lange her, wo im Prinzip hier die Kühe haben. Wahnsinn. Aber nur deswegen, weil ich die vom alten Spielstand im neuen rübergeholt habe. Das war auch richtig ein richtiger Kampf gewesen, herauszufinden, wie es funktioniert. Ich gebe einen Tipp, wer das machen möchte, am besten alle Kühe erstmal in einen Stall bringen, wenn Platz ist. Oder zwei Ställe aufstellen, ne? So, da sind wir mal eingepackt. Jetzt gehen wir hier um, umstellen auf Grundbahn. Paletten, normale Paletten. Ja, das klappt alles Stück. Die werden immer reichen. Gut, damit funktioniert das. Gut. Auf zum Metzger, heißt der hier. Die 11 kommen schon eine Weile hin. Dessen naja, irgendwann, wenn das Lager voll ist, dann ist es voll, ne? Dann gibt es keine mehr. Du wirst da höchstens den Anhänger daneben stehen lassen. Immer aufladen lassen. Das wäre noch eine Option. So, Metzger ist jetzt geradeaus, dann rechts und dann links. Richtung Hof 1. Aber nicht im Hof 1, ne? Sondern in Richtung. Gas gegeben, Gas. 15:15 Uhr. Wo ist unser... Der LKW mit den Kühen müsste am Stall stehen. Müsste man vielleicht auch noch klappen. Zumindest in probeweise 4 Rinder hinfahren. Ne? Also die 4 auf jeden Fall. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Aber jetzt kommt ja die Zeit bald, wo die Kühe, unsere guten Milchkühe, auch so weit sind, dass sie dann das Alter erreicht haben, wo sie dann das Zeitliche segnen würden bald. Und dann könnte man sie noch zur Wurst verwandeln, ne? Das können wir noch machen. Das wäre ein richtiger Sprung von 200 Kühen. Dann müsste aber bald unsere jüngere Nachwuchskühe auch bald Milch geben, ne? Dass wir alle Kühe über 4 bis 6, 7 Jahre nachher Richtung Schlachthof fahren. Ist auch in diesem Jahr noch nicht der Fall. Aber das kommt dann als nächstes, ne? Als größere Aufgabe. Da haben wir richtig noch einen Schwung Fleisch verkaufen. Rindfleisch, Rindwurst vom Rind. Gutes mageres Fleisch. So, der Metzger ist links, wenn mich alles täuscht. Ah, Auslandsicht machen. Sehen wir, wo da die Paletten hinkommen. Oh, das ist eng. Das ist wirklich so wirklich eine Sache. Ja, wo kommen da die Paletten hin, ne? Vielleicht da. Oh, das wird schwierig. Oh, war sehr kalt.
Als Symbol, Paletten sehe ich jetzt gar nicht. Hier nur vorne nur eine. Da könnten die Tiere reinkommen. Ja, logisch. Ich höre gerade irgendwie die Haustür draußen, geht irgendwie hin und her. Und irgendwas, was ich so nicht sehen kann. Wolle, Schafe. Schweine, Rinder. Und ganz hinten ist noch irgendwas mit Paletten, glaube ich. Das wäre jetzt mit einer Logik dabei, ne? Doch ein kleineres Fahrzeug nehmen in Zukunft. Gucken. Gute Frage, ne? Alles klar. Passiert nichts. Da vielleicht? Oh ne. Rindfleisch. Ja, Leerblatt auf jeden Fall. Oho. Leerblätten wollen sie haben. Da hinten kommen wir eigentlich hin, ne? Ne, da wird nichts. Mit viel, viel, ist nicht möglich. Weil das ja nur vom Säge weg, das ist ja auch nichts, ne? Gut, bei Wolle war. Oh, hier vorne ist was. Ach, hier vielleicht? Na. Ja, du bist höher, ne? Ja, man hört was. An der Stelle gibt was weg. BW.
ist etwas komplizierter, wie ich dachte. Also bei der Palette irgendwie einen höheren Punkt, ne? Das wäre eigentlich ein bisschen besser, wenn es einen festen Ort geben würde. Aber an dem Mal würde ich meinen, für vier Rinder wird es gehen. Aber die Zeit muss doch funktionieren. Zack. Mal rein. 3G. Ballenwickler. Ach, Balkenwickler, also. Krankenlager, Krankenlager. Sägeweg. Schlachthof. Paletten haben wir schon recht viel, aber ja, gut. So. Den fahren wir kurz raus. Und gehen rüber zum Rindhof, zum Schlachthof, und dann werden wir da mal ganz kurz die Rinder holen, ne? Aber ist auch schon wieder über Länge. Schau, das sollte schon für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, und ich freue mich, nächste Woche da seid. Und mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.